Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren P-Game und zwar A House in the Rift. Ach, ich liebe diese Musik. Oh, die ist immer so herrlich. Ich mag die Mucke wirklich von A House in the Rift. Das ist ein unheimlich geiler Song. Was ist A House in the Rift? Ein ziemlich geiles Spiel. Ich bin ein richtig großer Fan von dem Spiel, weil ich das echt cool finde. Klar, die Artgestaltung ist mal wieder Geschmackssache vorweg. Aber ich finde, A House in the Rift hat eine sehr, sehr coole Story. Weicht mal so ein bisschen von allen anderen Spielen so ein bisschen ab und deswegen gefällt mir A House in the Rift wunderbar. Ihr seht im Moment der Aufnahme bin ich in Version 0.6.5R2. Muss gleich mal gucken, ob ich überhaupt schon so weit überhaupt auch noch hier... Ich habe das die neue Version noch gar nicht angespielt. Auf alle Fälle gehen wir erstmal einfach in das ganz normale Spiel rein. Do you want the name? Yes, let me choose. Ben, please. Genießt es. So, mal so gesehen haben jetzt die Intros geendet. Also, es gibt ein wunderschönes Intro. Das muss ich aber leider einmal gleich cutten. Um dieses Gebäude da hinten geht es. Das explodiert und reißt irgendwie eine Art, wie soll ich sagen, Zeit-Continue. Also, irgendwie, irgendwas passiert. Wir werden in irgendeiner Art, Loch gerissen oder sowas in der Richtung. Und das Lustige ist, gleich am Anfang könnt ihr euch aussuchen, welche Dame ihr nehmen wollt. Ihr könnt jetzt entweder mit ihr eine Runde Spaß haben, mit ihr eine Runde Spaß haben oder mit der eine Runde Spaß haben. Das ist euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Ich persönlich würde euch ein Safe empfehlen, alle drei einmal durchzugucken und danach einfach die nehmen. Also es hat keinen story-relevanten Eindruck. Es soll euch nur schon mal zeigen, wie das Spiel, also wie die Age-Scene, wie die aussehen und bla und blub. Das soll das halt alles präsentieren. Wir machen einfach Just Chill, weil ich muss ja für JT hier ein bisschen was sein. So, da kommt dieser Wurm. Ein Department of Energy. Okay. Und irgendwas passiert hier, was ich auch noch keiner richtig erklären kann. Ich bin auch gespannt, ob man die irgendwann, diese Leute hier... da hinten hat die geilste Bewegung ever. Habt ihr den Arm gesehen? So, und da kommt dieses Loch. The hell? Es hat auch keinen ausschlaggebenden Grund, mit den Damen irgendwie was anzufangen. Im Moment jedenfalls auf alle Fälle noch nicht. Und ihr werdet in, ja, ich finde es geiles Universum. Es ist so geil. Ich finde die Idee darüber so geil mit diesem Haus. Ihr wacht in ein Haus auf, wo einfach, das einfach in einer Art, wie soll ich sagen, Universum ist. Cutscenes sind auch mal sehr schön. Manche sind animiert, manche sind einfach nur gerendert, aber also kein No-Animation-Rendering, aber es ist trotzdem ein super geiles Spiel. Ich mag auf alle Fälle aber auch den, was das Spiel nochmal ganz besonders abrundet, ist auf alle Fälle auch der Sound, die Soundkulisse. Das muss man einfach sagen, die rundet dieses Spiel einfach nochmal direkt ab. Also hier trifft wirklich alles sehr gut auf Point. Na? Einerseits der Artstyle, aber auch die Soundkulisse ist genau auf Point getroffen. Also wer den Soundtrack hierzu gemacht hat, da muss ich echt sagen, Hut ab davor. So, ihr habt einen Liebesbalken. Ihr seht, ihr könnt Charaktere im Spiel treffen nachher. Ja gut, wir haben mal was zum Rausschneiden. Ach egal. Ihr könnt Charaktere im Spiel nachher treffen.
Handy habt ihr ja gerade schon gesehen. Hier ist euer Item. Ihr habt einen Questlog, Explore the House, was ihr alles tun müsst. Hier könnt ihr dann in Schnellverfahren durch das Haus klicken. So, wir sollen jetzt ja erstmal das Haus exploren. Wir versuchen hier rauszukommen. Können nicht raus. Ja, wie es immer so, wie es auch so der Anschein hat. Wir versuchen hier die Tür zu machen. Und jetzt, das finde ich so geil. Du machst die Tür auf und dieses Haus ist im Nirgendwo. Das ist total geil. Es ist einfach nirgendwo. Du kannst nichts machen. Es schwebt einfach irgendwo herum, kann man sagen. Deswegen ein House in the Rift. Also, es ist super. So, man versucht ein paar Türen zu öffnen. Man kann die Tür nicht öffnen, weil noch alles so zu ist. Man sieht es selber. Alle Türen sind geschlossen. Gehört aber zum Storytelling dazu, dass wir das alles mal versuchen. So, dann gehen wir hier rein. Auch alles dicht. Ich glaube hier, genau, das ist unser Bereich. Hier können wir schlafen, hier können wir uns ausruhen. Dann haben wir hier noch eine Tür, das ist Badezimmer. Ja gut, also sauber ist was anderes, also strukturiertes Hardcore-Badezimmer, ne? Aber es ist Badezimmer, es hält. Das, was es verspricht. So, ich glaube, wir sind fertig, ne? Ja, Sleep, genau, wir sollen den Kopfschmerzen wegschlafen, weil wir Kopfschmerzen haben. Legen wir uns einfach hin und pennen eine Runde. Und werden von etwas Mysteriösem wach gemacht. Irgendwas war da. Und verschwindet aber auch schon gleich wieder. Hm. Was könnte das nur gewesen sein? Interessant. Es muss wohl irgendwo da oben verschwunden sein. Das Spiel ist sehr simpel und einfach. Also ihr müsst ja keine schwerwilligen Rätsel lösen oder sonst was alles. Aber genau das macht das Spiel so interessant. Das ist einfach eine coole Story mit beinhaltet. Ach ja, wir sollen was finden, wo wir zum Attic rauf. Das zeige ich euch nochmal. Zack, ihr geht hier einfach rein. Nimmt diesen Stab hier einfach mit und geht wieder raus und dann könnt ihr da hier oben auch den Attic aufmachen. Zack. Boom. Schon ist das Ding auch offen. So, ihr klettert also da hoch. Es ist so dunkel, aber ihr könnt natürlich gleich Licht anmachen. Es ist ein unheimlich schönes Spiel. Also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel unheimlich schön. Ja, und in den Raum hier begegnet ihr dann euren ersten, ja, Charakter, den ihr hier kennenlernen werdet. Ich spoilere einfach mal nicht so viel. Ich lasse euch das Spiel einfach selber erkunden. Wisst ihr, das ist einfach für euch, denke ich mal, auch eine schöne Erfahrung, einfach mal so ein Spiel selbst zu erkunden und selber herauszufinden. A House on the Rift, auf alle Fälle ein super gutes Spiel. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, der einfach mal Lust hat auf ein schönes Sci-Fi-Adventure-Game. Ich würde es echt jetzt sagen, ne? Sci-Fi, oder? Wie nennt man das? Future? Nee. Das ist schon Sci-Fi, würde ich sagen. Ja, in der Richtung her. Es ist schwer auszudrücken. Fantasy-Sci-Fi. So. Ja, Fantasy. Fantasy-Game. Einfach Fantasy-Game. Auf alle Fälle schwer, weil die Genre alle so viel durcheinander rutschen. Naja, gut. Auf alle Fälle, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Es ist ein unheimlich tolles Spiel, A House on the Rift. Ich sag's nochmal, nur wärmstens empfehlen. Und ich, ja, auf diesem Wege alles Gute und bis denn.